Heute sind wir zu Besuch bei Anne Lamp in der Verfahrenstechnik und wir stehen hier im Technikum der Technischen Universität Hamburg, vollgestopft mit verfahrenstechnischen Apparaten über mehrere Stockwerke. Hallo Anne, schön, dass du Zeit hast für uns. Moin Moin. Verfahrenstechnik ist was? Ist ja die Technik oder die Kunst, mit der man Produkte, Prozesse entwickelt, um dann am Ende Schokolade oder Bier oder Kunststoffe, um das Thema, was heute darum geht, herzustellen. Ja, ja genau. Das, ich finde es immer total spannend, wenn man hier so ist, weil man eigentlich aus seiner Schulerfahrung heraus irgendwie so Biologie und Chemie und Physik und Mechanik, das war immer so ein bisschen fremd und jetzt stehen hier die ganzen Apparaturen und zwar mehrstöckig rum. Eindrucksvoll. Ja, genau. Gut, es geht um Kunststoffe heute und zwar um biologisch abbaubare Kunststoffe. Was ist das Problem bei Kunststoff? Vielleicht erstmal so allgemein bei herkömmlichen Kunststoffen. Also erstmal, Kunststoffe sind ein faszinierendes, tolles Material, wenn sie richtig verwendet werden. Wir benutzen Kunststoffe ja in vielen, vielen, vielen Anwendungen und die Entsorgung ist eben teilweise ein Problem, weil wenn wir Kreisläufe schließen wollen, dann müssen sie technisch recycelt werden, die Kunststoffe. Mhm. In vielen Fällen ist der Kreislauf aber nicht geschlossen und dann landen sie in der Umwelt. Das sind 90 Millionen Tonnen weltweit jedes Jahr, die in der Umwelt landen. Aha. Und für genau diese Anwendung brauchen wir den zweiten Kreislauf, den biologischen Kreislauf, in der sich eben abbaut in der Umwelt. Kreislauf nicht geschlossen heißt, es kommt von fossilen Energieträgern, Öl und so weiter. Und das heißt, das CO2 wird einmal der Erde entnommen und dann ist es halt als CO2 später in der Atmosphäre. Wenn es verbrannt wird, genau. Wenn es verbrannt wird, ja. Wenn es noch schlimmer ist, dann landet es in der Umwelt, dann erzeugt es kein CO2, aber dann erzeugt es eben ein anderes Problem, die Kunststoffverschmutzung. Das heißt, Kunststoffe, wenn wir sie einsetzen, müssen wir sie so designen, dass sie als Monomaterial wiederverwertet werden können zu gleicher Qualität und eben auch eingesammelt werden. Und für alle Anwendungen, wo das nicht möglich ist, müssen wir halt Alternativen finden. Okay, und ihr habt jetzt ein Verfahren entwickelt, was auf Getreideresten basiert. Das heißt, erklär mal, wie funktioniert das? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, wie daraus mal Kunststoff werden soll. Genau, also das ist ein klassisches Verfahren der Bioraffinerie. Wir haben ja hier an der TU an zwei Instituten Bioraffineriegruppen und wir nehmen erstmal Reststoffe der Agrarindustrie, die normalerweise in die Futtermittel- oder Energieproduktion gehen. Und entwickeln darauf Verfahren, um Wertprodukte herzustellen. Und bei uns ist es so, wir nutzen Reste der Getreideverarbeitung. Da wird oft nur die Stärke verwendet. Mhm. In der Bierherstellung, in der Stärkeherstellung, Ethanolherstellung. Und die Reste, die übrig bleiben, die nutzen wir und haben ein Verfahren entwickelt, wie man daraus eben ein Basismaterial für die Kunststoffindustrie entwickeln kann. Ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen. Was ist Kunststoff? Also wie, so klassischer Kunststoff und was ist Kunststoff bei euch? Was ist das Besondere an Kunststoff? Wenn man jetzt keine Ahnung von Chemie hat. Das ist nämlich genau der Unterschied. Kunststoffe, sagt schon das Wort, sind synthetisch hergestellte lange, lange Ketten an Molekülen. Aha. Man nimmt einen Baustein und baut den zusammen zu einer langen Kette. Mhm. Und das machen wir schon seit 70, 80 Jahren. Was wir machen, ist etwas anderes. Wir nutzen die Polymere der Natur, also die langen Ketten, die die Natur schon baut. Da gibt es auch ganz viele. Das beste Beispiel ist zum Beispiel Papier. Das sind auch Polymere, Zellulose, die wir dann nutzen können. Und die ist aber auch abbaubar in der Umwelt, weil die Natur das ja selber hergestellt hat. Und durch unsere künstliche Herstellung können diese Moleküle eben nicht mehr abgebaut werden in der Umwelt. Und wir gehen so ein bisschen back to the roots. Wir nutzen im Endeffekt wieder die Polymere, die die Natur schon hergestellt hat, holen die raus aus diesen Reststoffen und formen die in einer ganz bestimmten Art und Weise und in einer ganz bestimmten Mischung, sodass eben ein Grundmaterial entsteht, das sehr ähnlich verarbeitbar ist wie Kunststoffe. Okay. Und wenn du sagst, biologisch abbaubar, wie läuft jetzt der Prozess des biologisch Abbaubaren? Ich verstehe, es sind Naturstoffe, das heißt, irgendwie kann die Natur damit umgehen. Und wie? Genau, also da ist auch wieder der Unterschied zwischen Kunststoff, auch Biokunststoffe, die es heute gibt, die sind künstlich hergestellt. Aha. Und auch da, das kennt man vielleicht so ein bisschen aus den Medien, ne? Großer Aufschrei gegenüber Biokunststoffen. Ja, nicht den besten Ruf. So. Ja, weil die zu 99% auch künstlich hergestellt sind, werden ja auch von der EU jetzt teilweise verboten in einigen Anwendungen und dann eben in der Umwelt auch wieder nur langsam oder gar nicht abbaubar sind. Aha. Und der Schlüssel für diese Anwendung, die leicht in die Umwelt gelangen, ist eben Materialien zu nehmen, die aus den Molekülen der Natur hergestellt sind und dann sich eben in wenigen Wochen wirklich in der Umwelt abbauen. Wenn man so einen klassischen Biokunststoff in die Umwelt schmeißt, passiert damit lange nichts. Mhm. Ja. Jetzt hast du was mitgebracht. Ich habe diesen Strohhalm gesehen zum Beispiel. Also das ist jetzt ein Strohhalm, den ihr hergestellt habt
und fühlt sich an wie Plastik, ne? Also Kunststoff ist ja auch ein Kunststoff. Wenn wir den jetzt in den Kompost schmeißen würden, wie lange bräuchte der, bis der weg ist? Das sind so 4 bis 5 Wochen und dann ist der ganz weg. Das ist aber auch noch ein relativ dicker Strohhalm. Stimmt. Wenn man den noch dünner macht, was natürlich auch das Ziel ist, dann geht das auch noch schneller. Okay, und wenn der jetzt im Meer landen würde, also man kennt ja diese schrecklichen Bilder mit den Fischen und Schildkröten, ja, die in diesen Plastiktüten rumschwimmen und die aufessen, weil sie denken, das sind Quallen. Also würde der jetzt im Meer landen, was passiert im Meer damit? Im Meer ist generell der Abbau langsamer bei allen Stoffen, aber im Meer würde der sich auch langsam abbauen. Das ist wie wenn zum Beispiel eine Nussschale oder ein Blatt ins Meer fällt. Ne? Das braucht auch langsamer. Bei dem Material ist das Besondere, das wäre sogar Futter für die Fische. Das heißt, die Fische könnten das essen, das könnten oder Schildkröten essen. Und könnten damit Mehrwert umgehen. Okay, ja super. Will man natürlich aber, dass der Strohhalm, wenn ich den jetzt irgendwie in meine Speisekammer lege, nicht nach 6 Wochen weg ist. Ne? Ist er nach 6 Wochen weg, wenn ich ihn irgendwo hinlege? Ich kann mich beruhigen, der ist schon 1,5 Jahre alt. Oh, okay, sieht noch gut aus. Das passiert, also die Proben verändern sich halt, das Material verändert sich nicht, wenn es eben im Innenraum ist zum Beispiel oder wenn es in einem normalen Gebrauch ist. Man kann es vergleichen mit Papier. Papier ist auch, wenn man es in die Erde einbuddelt, dann ist es weg nach ein paar Wochen. Ja. Aber wir haben Bibliotheken mit jahrhundertealten Büchern. Also. Ja, das stimmt. Ja. Du hast noch was anderes mitgebracht. Das ist hier so ein Tütchen mit, ich weiß gar nicht, was da drin ist. Zucker. Salz, Zucker. Ja. Also selbes Prinzip eigentlich. Ne? Genau. Das heißt, hier ist jetzt so eine dünne Folie und so passiert gar nichts damit. Sobald es in der Erde liegt, ist es weg. Ja, ja, total toll. Damit schafft man natürlich was. Was ist so die Größenordnung, die man schaffen kann? Also ich hatte jetzt gelesen, 90 Millionen Tonnen ungefähr Kunststoffe landen in der Umwelt. Das ist eine Vorstellung, kann man sich nicht vorstellen, ne? Ja. Was sind 90 Millionen Tonnen? Weißt du, wie viel das ist? Das ist ungefähr ein Viertel der gesamten Kunststoffproduktion, ein bisschen weniger. Und 11 Millionen Tonnen wiederum landen direkt auch im Meer. So. Und die Größenordnung, die wir herstellen können, sind so mit dem Substrat, was wir gerade nutzen, mit dem Verfahren 7 Millionen Tonnen ungefähr. Aha. Das heißt, wir kommen in die Größenordnung, theoretisch in der Kunststoffmenge, die im Meer landet. Okay. Und dann ist das Verfahren aber auch ausweitbar auf andere Rohstoffe und andere Nebenströme. Aha. Jetzt wird man natürlich erstmal denken, wahrscheinlich, wie häufig, ist zwar vernünftig, aber teuer. Ist das konkurrenzfähig? Ja, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig bei so Kunststoffalternativen, dass man die von vornherein, die Prozesse so gestaltet, dass die konkurrenzfähig sind. Und das macht man auch in der Verfahrenstechnik, das lernt man hier auch in der Universität, dass man da erstmal eine schöne technoökonomische Analyse macht von dem ganzen Prozess. Und da kommt eben dann bei uns raus, dass in einer Industrieanlage das konkurrenzfähig ist in der Herstellung zu normalem Kunststoff. Und das ist eben was natürlich sehr, sehr entscheidend ist und auch dann dass der Grund ist, weshalb das so viel Potenzial hat. Ja, total toll. Ich habe gelesen, dass du so ein bisschen so als Seitenarm deiner Promotion zu diesem Thema gekommen bist und dich jetzt als Startup selbstständig machst damit, richtig? Haben wir schon. Vor Wahnsinn. Einem Jahr haben wir gegründet, genau. Das ist Traceless, ne? Das wäre auch ein guter Titel für unseren Krimi, finde ich. Ne? Genau. Okay, das heißt, spurlos ist die Sache dann weg. Das ist dein Unternehmen. Ja. Das heißt, du bist jetzt aus der Uni-Promotion raus, wirklich in Selbstständigkeit und machst jetzt dieses Thema. Machst du jetzt für uns alle, für die Umwelt, ist so, ne? Ja, ja. Ja, was hat dich das schon immer angetrieben? Wie warst du so als Schülerin? Also, warst du auch jemand, die gesagt hat, Umwelt und meine Eltern sollen sich mal besser benehmen? Auf jeden Fall. Also die Faszination für die Natur, die war schon immer da und so ein Umweltgedanke war auch immer sehr, sehr stark. Ich habe auch früh im Studium schon nach Alternativen gesucht zur klassischen Petrochemie, die einem so gelehrt wird, und habe schnell zu dem Thema Cradle to Cradle gefunden. Das ist ein Designkonzept, wie man Produkte so designen kann, dass sie entweder im technischen Kreislauf zirkulieren können oder im biologischen. So. Genau, Cradle to Cradle ist so im Deutschen so von der Wiege bis zur Bahre so ungefähr. Ja. Das heißt, man guckt den ganzen Lebenszyklus an von den Produkten. Was war das, eine Arbeitsgruppe oder was? Das ist ein Verein, eine NGO, eine deutsche. Okay. Und vor 8 Jahren habe ich dann da hat sie sich gerade gegründet und da habe ich die quasi mit aufgebaut und eine Regionalgruppe in Hamburg gegründet, viele Seminare gehalten darüber und im Endeffekt diese Denkweise, dass wir in Kreisläufen denken, in unserem täglichen Handeln und Arbeiten, ist ziemlich eingebrannt sozusagen und so ist dann auch der Prozess entwickelt worden hinter Traceless mit dem Gedanken. Super. Diese Kreislaufgeschichte, das bringt mich jetzt doch nochmal zu einer Frage bei diesem Strohhalm. Jetzt ist es ja möglicherweise wissen die Leute ja nicht genau, was sie hier haben, wenn sie so einen Strohhalm haben und schmeißen den wahrscheinlich in den Plastikmüll, weil sie denken, das ist ja Kunststoff. Was passiert jetzt, wenn man den in den Plastikmüll schmeißt?
Ja, also das Zeug ist eigentlich so ein bisschen idiotensicher. Das ist nicht schlecht. Genau, denn also am besten ist natürlich, es landet auf dem Kompost, dann kann es da kompostiert werden, kann aber auch im Restmüll landen, dann wird es verbrannt und dann geht das biogene CO2 halt da wieder in die Luft. Und wenn es im Kunststoffmüll landet, dann wird es eben nicht erkannt in den Sortierungen, weil es sich anders verhält in der Sortierungsanlage und landet im Reststoffstrom, wird auch verbrannt. Auch in der in Papiermüll kann es eben auch, wird es auch separiert von den Fasern. Jetzt klingt das ja erstmal so wie, das ist unbefriedigend, ne? Wenn ich das in den Kompost schmeiße, dann ist das irgendwie, wird es zersetzt und sonst wird es verbrannt. Ist es unbefriedigend? Nee, eigentlich ist es das Gleiche. Also die Natur, die erzeugt daraus ja am Ende auch CO2 und Wasser. Ja. Man macht vielleicht noch ein paar Würmer glücklich dabei, aber am Ende ist die Verbrennung ja auch eine Umwandlung in CO2 und Wasser und man gewinnt dabei noch Energie zurück. Also das ist genau der Knackpunkt. Wir verbrennen ultra viel Materialien und für genau alle diese Anwendungen müssen wir Materialien nehmen, die biogen sind. Ja, okay. Ja, super. Wenn du einen Tipp hättest für junge Leute, ne? Also wenn man die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, also mit Klimawandel und mit vielen anderen Nachhaltigkeitsthemen, sind ja enorm. Wenn du einen Tipp hättest für junge Leute, was würdest du ihnen raten? Auf jeden Fall den Interessen nachgehen, die man hat und dann auch sich mutig sein und Dinge anpacken und Dinge vielleicht auch selber initiieren. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir brauchen viel, viel, viel mehr von solchen Initiativen. Ich kann auch vor allen Dingen Studierenden beispielsweise oder auch schon SchülerInnen raten, sich neben dem Job oder neben dem Studium auch ehrenamtlich zu engagieren und da mal reinzuschnuppern in verschiedene Bereiche, den Horizont zu erweitern. Genau. Also machen, ne? Machen. Also, ja, genau, ganz machen, genau. Machen. Ja, das ist wir es. Können nicht mehr warten und wir können nicht mehr irgendwie nur in der Theorie leben. So ein bisschen. Genau. Aber ich habe Kaffeetassen mitgebracht, da steht drauf Technologien für nachhaltige Entwicklung. Wir sind hier im Chemielabor und deswegen habe ich keinen Kaffee mitgebracht, sondern nur die Tasse. Ja, aber die möchte ich dir gerne schenken. Dankeschön. Und möchte mich ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du uns geschenkt hast und die Ideen, die du mit uns geteilt hast. Ja, ich wünsche dir total viel Erfolg für dein Unternehmen, dass das weitergeht. Und eigentlich wünsche ich auch ganz vielen Leuten, dass die so sind wie du, dass sie mit Energien rausgehen und was Neues machen. Also, hab vielen Dank. Dankeschön. Viel Erfolg. Bis bald. Tschüss. Ciao.